Das Wahlergebnis von Mecklenburg-Vorpommern vom gestrigen Sonntag muss alle Parteien zum Nachdenken bringen, denn es haben alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien Stimmen verloren, am meisten die SPD. Und es war nicht nur die CDU, die Stimmen eingebüßt hat. Wir müssen die Diskussionen jetzt angemessen und vor allem auch redlich führen. Und da geht es natürlich nicht, wenn von der SPD der Eindruck vermittelt wird, wir hätten in der letzten Zeit nichts hinbekommen, die Union hätte blockiert. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine Menge miteinander erreicht. Wir haben das schärfste Asylrecht in ganz Europa miteinander vereinbart. Wir haben die Voraussetzungen verbessert, um abschieben zu können. Aber genau da ist noch ein Wunderpunkt. Wir müssen die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären. Und da hat der SPD-Parteivorsitzende noch eine Menge zu tun, damit die von der SPD regierten Bundesländer nun endlich im Bundesrat auch zustimmen. Es geht überhaupt nicht zu sagen, wir müssen sagen, wie wir das schaffen und dann selber den notwendigen Beitrag beispielsweise über die Maghreb-Staaten nicht herbeizuführen. Und das sage ich, das sind Aussagen, die hart an der Grenze der Unredlichkeit sind. Und deswegen rate ich uns allen, jetzt die notwendigen Dinge, die noch offenen Dinge voranzubringen und den Menschen damit zu zeigen, dass wir alles daran setzen, um das Ziel zu erreichen, die Zuwanderung zu verringern, drastisch zu verringern, was ja auch zu einem beachtlichen Teil geglückt ist. Die Zuwanderung ist ja wesentlich geringer und darüber sollten wir reden.